Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis Blood and Wine. Eine Babyinsel, da brauchen wir nicht hingehen. Und da müsste das nächste Fragezeichen auch gleich da sein. Es wird ziemlich dunkel, vielleicht schaffen wir den nächsten Kampf noch und meditieren dann erst. Ah, ist wieder sowas. Ich nehme doch schon mal meine Armbrust. Es ist auch wirklich meine Armbrust, die heißt nämlich Geralt von Riva Armbrust. Kommst du her, oder? Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einfach das Nest zerstöre, bevor ich dieses Monster zerstöre. Das ist auch mal geil. Und das Geile ist, wir müssen das Monster jetzt gar nicht umbringen, weil... Wir haben das Fragezeichen. Also das ist im kompletten... Witcher plus Heart of Stone plus Blood and Wine, das erste Mal, dass das passiert. Dass ich das Monsternest zerstört habe, bevor ich den oder die Gegner zerstört habe, vernichtet habe, getötet habe, die aus diesem Monsternest rauskommen. Und ich sogar weglaufe, ohne dass ich das Monsternest, das Monster besiege. Das ist schon geil. Zeitsparend. Warum das Ding umbringen? Ich weiß, was da passiert. Ich glaube, darüber können wir nicht, oder? Zu dieser sehr interessanten Ruine. Na, wobei... Hier ist ja auch noch... Also vielleicht ist da noch nicht das Ende der Welt. Ich versuche auf jeden Fall mal hinzugehen. Aber da werde ich jetzt... Ein Portal wäre was? Jetzt sehr hilfreich. Was? Oh. Naja, ich meditiere jetzt trotzdem erstmal, um mehr zu sehen. Es ist eigentlich immer so, immer wenn ich denke, ah, vielleicht geht das ja doch noch und ich gehe dann weiter, eine Sekunde später sagt mir das Spiel, halt's Maul, du kommst da nicht hin. Oh, ich will da aber hin. Naja, wenigstens darf ich mir diese Ruine. Und wie gesagt, ne, ein Spiel, das vor hunderten oder tausend Jahren in dieser Zeit spielt, wo das halt alles, wo man die Karten übereinander legen kann und dann solche Ruinen hier in voller Pracht dastehen, das wäre so geil. Boah, ob es jemals ein ähnliches Spiel geben wird, was, also, ich weiß es nicht. So ein komplexes, geiles Rollenspiel mit so einer geilen Welt. Also, nach dem Skyrim und sowas ist wahrscheinlich nicht verkehrt, aber habe ich noch nie gespielt. Und ich glaube, es kann man trotzdem, also ich glaube, es wird trotzdem nicht an dieses Spiel rankommen. Oh, fuck! Ja, darüber kommen wir nicht. Da gehen wir erstmal hier rein. Achso. Ich dachte, ich hätte die Fackel noch ausgewählt. Aufgeschlossen! Ich weiß nicht, wo, welcher Schlüssel das war, aber wir haben ihn. Nice. Hier wachsen irgendwelche Kürbisse und Gemüse. Aha. Rezept für Pasta Etoile Blanche, Rezept für Honiggewürzgurken, Rezept für Langustensuppe. Mhm. Ramses Gortons Rezept für Pasta Etoile Blanche. Zutaten: ein krustiger Löffel dickflüssiger Joghurt, vorzugsweise nach gemerischer Art. Handvoll Pfifferlinge, Glas Rotwein halbtrocken, Putenbrust, Tagliatelle nach Belieben, 6 Kirschtomaten, ein Bund Rucola. Das Geile ist, es wird auf jeden Fall so viele Menschen auf der Welt geben, die genau diese Rezepte nachkochen, die sie hier lesen. Ich meine, es sind auf Garn die auch einfach irgendwelche alten französischen Rezepte, also die wird es auch so in echten Leben schon gegeben haben. Serikanische Kräutermischung mit exotischen Kräutern und Gewürzen, Olivenöl aus Duntin, kleine Schale Ricotta, Salz, Pfeffer, 2 Knoblauchzehen, Putenbrust mit Salz einreiben, dann in Marinade aus Joghurt, serikanischer Kräutermischung und zerdrückten Knoblauchzehen geben. Mindestens 2 Stunden an einem kühlen Ort ziehen lassen. Pfifferlinge kochen, bis sie weiß sind, aber sie dürfen nicht zerfallen. Das Zauberwort lautet hier al dente. Tagliatelle auf gleiche... Al dente ist übrigens... also der Begriff existiert eigentlich nur für Teigware. Also es gibt, also es kann eigentlich nichts anderes al dente sein als Pasta. Das mal so nebenbei. Also Gemüse kann nicht al dente sein und Pfifferlinge eigentlich auch nicht, aber da halt alle wissen, was mit al dente gemeint ist, verwendet man mittlerweile halt auch dieses al dente für was andere. Egal, Tagliatelle auf gleiche Weise zubereiten. Wenn du die Nudeln verkochst, kannst du deine Schürze gleich an den Nagel hängen, denn dann bist du kein Koch. Sobald die Bude den Geschmack der Kräuter
angenommen hat, Putenbrust in die mit Olivenöl erhitzte Pfanne geben, Wein hinzugeben, sobald er verkocht ist, die Pasta hinzugeben, alles kurz anbraten, Kirschtomaten halbieren und zu den Nudeln geben, gut mit Pfeffer würzen, 2 Esslöffel Ricotta hinzufügen und alles gut mischen, Gericht auf Tellern anrichten mit Rucola. Oh, ohne Scheiß, das wird so geil schmecken, das Essen. Das wird so geil schmecken. Ah, das wird so geil schmecken. Moment mal, wir hatten noch mehr Bücher. Also jetzt Sachen zum Lesen. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, was mache ich gerade? Wo konnte ich das jetzt nochmal alles lesen? War das im Inventar drin? War das nicht irgendwo extra? Rezept für Ramses Gurtums berühmtes Honiggewürzkuchen. 3 Becher Buchweizenhonig, 4 Becher Dinkelmehl, 1 Portion Butter, sarikanische Gewürze nach Belieben. 3 Eier, 2 Becher Kuhmilch, 1 Prise Steinsalz. 1/2 Becher Milch, Honig und Butter über offene Flamme erhitzen. Etwas köcheln und anschließend abkühlen lassen, bis die Masse lauwarm ist. Jetzt Mehl, Eier, übrige Milch, Gewürze und Salz dazugeben. Teig gut durchkneten, bis er locker und sehr klebrig ist. Anschließend einen irdenen Topf umfüllen. Topf mit einem Tuch bedeckt, einige Tage lang im Keller stehen lassen. What? Vor dem Backen aus dem Keller holen und in einem warmen Ort ruhen lassen. Masse in 3 gleich große Teile aufteilen und mit einem Nudelholz ausrollen. Jedes Teilstück 20 Minuten lang im Ofen backen. Schmeckt wunderbar mit Pflaumenmus. Das wird auch sehr geil schmecken. Brief von Jennifer, ne? Was war das? Rezept für Langustensuppe. Ein Netz voller Langusten, Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Dill. Okay, das ist einfach. Wasser in einem Topf erhitzen, Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt zugeben. Dill feinhacken und für frischen Geschmack hineingeben. Wenn das Wasser aufkocht, Langusten lebendig ins Wasser geben und 20 Minuten lang kochen lassen, bis sie tiefrot sind. Topf vom Herd nehmen und einige Sekunden an einem kühlen Ort ruhen lassen, damit die Langusten den Geschmack aufnehmen. Am besten warm und mit trockenem Weißwein servieren. So, das war jetzt, glaube ich, alles. Aber wo war denn unsere... Wo war denn unsere Büchersammlung? Bin ich doof? Das gab's doch irgendwo extra. Was? Ich habe so viele ungelesene Bücher. Oh Gott. Hä, gab's das nicht irgendwo extra, die gelesenen Bücher? Oder... Also gab's nicht mittlerweile einen eigenen Tab dafür? Oder irre ich mich gerade? Ach Moment, Bestarium. Mutterschleimlinge. Wenn es Feuer spuckt, mit einem Giftstachel bewehrten Schwanz um sie schlägt, über scharfe Zähne und noch schärferen Krallen verfügt und seine Beute mit Schallstößen umwirft, dann ist es ein Schleimling. Bei diesem Arsenal ist es kein Wunder, dass diese Draganoiden oft für Drachen gehalten werden. Experten jedoch, soll heißen Hexer, wissen, dass Schleimlinge eine ganz andere Spezies sind, viel kleiner als Drachen und viel weniger gefährlich. Mit einer Ausnahme, Schleimling weit schon in der Brutzeit, in der Brunftzeit oder, noch schlimmer, nach der Eiablage. Er solchen Exemplaren gegenübersteht, ist gut beraten, die Beine in die Hand zu nehmen und ohne einen Blick zurückzuflüchten, so schnell er kann. Als ob es einen Unterschied machen würde, ob mir diese Schleimling, egal ob Mutter oder Kind, gegenübersteht und gerade geworfen hat oder eben nicht. Ist doch scheißegal, als normaler Mensch bin ich tot. Oder einfach nicht. Wie viele Vampirarten es gibt, unglaublich. So, aber gab es jetzt nicht irgendwo das mit den Büchern nochmal, oder? Ich wusste es hier. Aber ich glaube, da ist einfach alles markiert, was ich hier noch nicht angeschaut habe, oder? Also, was ich hier in dem Tab... Ah doch, hier gibt es auch welche, die habe ich... Hä? Hm. Okay, ich finde es... Ah nee, das sind Questbücher. Ah, das ist was anderes. Ach ja, und ich hatte mir auch überlegt, wenn ich alles durchgespielt habe, so für mich alleine und nicht für als Let's Play... Halt wirklich alles durchzulesen. Wisst ihr, wie lange das dauern wird, wenn man das alles liest? Sollen wir jetzt allein mal Annabelle uns anschauen? Aber da gibt es welche, also das ist schon viel, aber es gibt welche, die haben noch so viel mehr. Also gerade die großen Charaktere, mal gucken, ob wir eine finden. Dijkstra, den haben wir doch so oft gehabt, hier guckt euch das an. Dass man da alles liest. Aber ich hätte halt so Bock, weil ich denke, da wird man, denke ich, auch viel... von der Geschichte eben, von der Lore noch mitbekommen, die man eben vergessen hat oder wo sich die Sachen nicht zusammengefunden haben im Kopf, weil es zu weit auseinander war. Deswegen hätte ich halt echt Bock, mir das alles durchzulesen. Auch so ein bisschen als wie nennt man's? Hommage an die Leute, die sich die Zeit genommen, das zu schreiben und alles. Vielleicht mache ich sogar mal als Let's Play, also wo ich halt einfach nur lese. Das wird eh niemand sich anhören, aber... Mal gucken. Ich glaub's nicht, aber vielleicht.
Ach ja, und jetzt ist es mit den anderen Büchern. Die sind jetzt einfach hier drin und die können jetzt einfach so aufmachen oder was? Es sind da echt viele. Heiliger Fiant des ewigen Feuers. Das habe ich doch schon gelesen, oder? Ich habe jetzt gerade keinen Bock zu lesen. Sorry. Vielleicht am Ende dieser Folge, wenn ich noch dran denke. Keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ja. Okay. Alter, wie viele Sachen gibt's denn hier? Hier ist wohl jedes einzelne Kästchen ist wohl einzeln oder was? Aber egal, hier ist echt viel geiles Zeug, was ich gut gebrauchen kann. Gerade so Alkoholhäs und sowas. Man kann es immer selber herstellen. Nice. Ruinen des Nembi irgendwas Tempels. Aber er muss doch erst vor kurzem noch jemand drin gewesen sein, weil die ganzen Sachen, die sind noch nicht schon 100 Jahre alt. Würde ich behaupten. Wieso höre ich gerade Gegner? Ah, weil eine Todesfee mich überrascht dafür, dass ich hier drin war. Hallo. Ich mach dich auch ohne Irdenblatt. Okay, mit Irden ist es einfacher, du hast mich überzeugt. Keinen Stress machen, Fräulein. Komm mal wieder in meinen Kreis rein. So richtig fett funktioniert der Kreis aber auch nicht, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt ist schon besser. Ich weiß nicht, was die Todesfee mir wollte. Ich hatte da drin gar nichts Schlimmes gemacht. Merkwürdig. Ich versuche jetzt trotzdem dahin zu gehen. Scheiß drauf. Halt, hier war doch noch irgendwo eine Brücke, oder? Also, Überreste von der Brücke. Hier. Speichern hier. Ach, ich sehe es schon kommen. Ich versuche jetzt da rüber zu gehen. Was passiert? Hier ist ein Drachen. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Ich meine, selbst wenn ich jetzt da rüber kommen würde, auf der linken Seite, würde das ja nicht reichen, um bis zu der Ruine zu kommen, weil dann müsste ich weiter... Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, dieser Gespruch war so eine kleine Hommage an frühere Rollenspiele etc. Ich weiß nicht, warum wir jetzt plötzlich unter Wasser auftauchen. Gehen wir zum nächsten Fragezeichen. Was soll's? Ich habe mich damit abgefunden, dass ich an die coolen oder nicht kann. Die ich erforschen will. Aber egal. Wir haben immer noch diese komische Ruine hier gefunden, die kein Fragezeichen war. Auch interessanter Ort. Mit diesen leckeren Rezepten. Gut, das mit der Languste war ein bisschen langweilig, weil ich denke, das kann man auch so machen. Monsterlager. Ich glaube, dieses Mal schaffe ich es nicht, das Monster, das Lager kaputt zu machen, ohne die Monster vorher zu besiegen, weil es scheinen Wölfe zu sein. Das kann aber, ne, ich glaube, sie gehören gar nicht zu dem Lager. Das sind einfach nur Wölfe, die gerade hier rumziehen und ich habe das Pech, auf die zu treffen. Ah nein, nicht Irden. Ich wollte eigentlich Igni machen, aber es sind ja echt gerade viele, muss ich sagen. Die nerven gerade ein bisschen. Deswegen wollte ich eigentlich Igni machen, damit die einfach anfangen zu brennen und aufhören rumzunerven. Haben wir immer einen Adrenalinpunkt, das heißt, wir können nicht sterben. Also wir werden einmal geheilt. Nur noch 5 Zwiebeln, oh mein Gott! Na also... Die haben doch meistens irgendwie Fleisch, oder? Wo ist euer Fleisch? Wo ist euer Fleisch? Fleisch und Fell. Leber nehme ich auch. Lecker Leber. Abwechslung. Viel Eisen. Gesund. Vitamine.
Okay, das war gar nicht, oder? Nee, das dachte ich mir nämlich schon. Das ist gar nicht die Wölfe sind, die zu dem Lager gehören. Toll. Toll. Umsonst Tiere umgebracht. Oh mein Gott. Ich brauche wahrscheinlich Katze, oder? Okay. Nee, das ist ein Wolf. Okay. Doch ein Monsterlager für Wölfe oder was? Die halten zwar nicht viel aus, aber die machen echt viel Schaden. So, jetzt wurde ich geheilt. Jetzt darf nichts mehr passieren. Also nochmal darf ich nicht meine komplette Energie verlieren, weil dann bin ich tot. So. Ich glaube, ich brauche echt nichts zu essen mehr. Auch wenn wir jetzt die ganzen Zwiebeln verbraucht haben, haben wir einfach noch genügend, würde ich sagen. Willst, wie viel ist es eigentlich? Sorry, ich muss gerade mal zur Uhr gucken, weil mir fällt gerade ein, ich will halt noch einkaufen gehen, aber ist noch Zeit, ist noch nicht mal 5:30. Und der Laden, den ich will, der hat bis um 8 auf. Monsterlager. Es ist ja auch gar kein Nest, fällt mir gerade ein, sondern es ist ja ein Monsterlager. Das kann natürlich Sinn machen mit den Wölfen. Ich muss einfach nur alle Wölfe umbringen und dann ist das Monsterlager weg. Was war das? Azurit. War Azurit irgendwas, was ich mal für irgendwas gebraucht habe? Das kam mir gerade so bekannt vor. So, keine Schwalbe mehr, aber noch dreimal absolut. Das sollte passen. Kann man noch mindestens einen Wrag oder wie die Dinger heißen. Oder halt der Werwolf, von dem geredet wurde. Hallo. Okay, mein Adrenalinpunkt würde ich gerne behalten. Oh, er ist sogar betäubt. Ich trottel, ich hätte weiterkämpfen können. Schon wieder betäubt. Das war einfach. Das ist wahrscheinlich der Werwolf, von dem wir gelesen haben, der irgendwie weg wollte. Ist jetzt das Monsterlager kaputt? Nein. Hier muss es noch mindestens einen Gegner geben. Aber ich glaube nicht, dass es noch einen Werwolf gibt. Ich denke mal, wir werden dann wahrscheinlich... Na? Hallo? Nehmen. Weiß nicht warum, aber ich kann es nicht ernten. Ich denke, es wird noch Wölfe geben. Oh, hier gibt es sogar Matten. Wer hat denn hier ein Lager gehabt? Ich wollte eigentlich nur das Ding hier anmachen. Oh, okay. Rezept, Färbemittel, weiße Rüstung. Ah, da gibt es eine Truhe. Da müssen wir die wahrscheinlich nehmen, um das zu beenden. Gisele Duretz Tagebuch. Schema Guessheft. Viele Seiten des Tagebuchs sind vollgeschrieben, doch die letzte Seite ist verschmutzt und in krakeliger Handschrift abgefasst. Es ist geschehen. Gräfin de Sarco hat den Basanhof gekauft und nach so vielen glücklichen Jahren müssen wir unsere gemütliche Bleibe verlassen. Als Hubert den Räumungsbefehl erhielt, wurde er so wütend, dass ich große Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Ich erklärte ihm, dass es ohnehin ein Wunder war, dass wir so lange unter den Menschen wohnen konnten. Ich fürchte, Hubert wird seine Verwandlung nicht kontrollieren können, wenn er in einer solchen Verfassung ist. Wir sind in eine Höhle im Blessurwald gezogen. Wir durften einige Dinge vom Hof mitnehmen. Wir haben ein Bett, einen Tisch und ein paar Kerzen. So schlimm ist es gar nicht. Die Höhle ist etwas feucht, das stimmt. Schon nach einer Nacht stelle ich fest, dass das meinen Gelenken nicht sehr gefällt. Hubert hatte einen Anfall, als er mich husten hörte. Er schrie, er würde zum Hof zurückkehren und seine Zähne in die Gräfin schlagen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hubert ist verschwunden. Ich habe Angst. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich habe den Geschmack von Blut im Mund. Ich fürchte, Hubert ist unterwegs, um zu morden. Was wird aus uns werden, wenn er die Kontrolle verliert? Die übrigen Seiten sind rausgerissen, sind ausgerissen. Auf dem Rückendeckel sind Clownspuren zu sehen. Also,
War hier ein Werwolf-Pärchen unterwegs oder was? Oh, es sind... Ah, Monsterlager ist weg. Nur Eingang Höhle ist noch aktiv. Okay. Haben es also geschafft. Ich weiß gar nicht, ob auf den Weg, von dem wir gekommen sind, wieder zurück können. Konnten wir da hochklettern? Wir sind jetzt am Anfang, aber konnten wir da hochklettern? Ist die Höhle denn... Ach so, ja, wir können ja die Karte der Höhle gar nicht einfach so angucken, fällt mir gerade ein. Ja. Aber wo ist denn dann der zweite Werwolf? Also es schien mir ja zwei Werwölfe gewesen zu sein. Das eine war bestimmt die Frau, die das geschrieben hat. Und das andere muss ein Mann gewesen sein, aber... Ich habe keine Ahnung. Merkwürdig. So, jetzt müssen wir hier hin. Das ist dann aber wahrscheinlich der Hof. Oh, nicht hier, nicht wieder reinfallen. Aber die Zeit ist vorbei und ich werde jetzt tatsächlich mir mal ein, zwei Minuten Zeit nehmen und ein paar Bücher wieder lesen. Wollte ich eh schon ewig machen. Wird Zeit. Also, fangen wir an mit ganz oben einfach. Heiliger Verjahnt des ewigen Feuers, haben wir auf Garantie schon gelesen. Das Feuer beschützt, wer da steht in seine Lichte, dem wird kein Böses je ein Leid zufügen. Das Feuer reinigt, wie eine Wunde voll Dreck und Eiter, so muss auch eine Seele voll Sünde und Missetat ausgebrannt werden. Das Feuer ist unbeherrschbar, wer immer sich in seinen Weg stellt, wird verbrannt werden. Wer immer die Hand dagegen erhebt, wird zu Asche werden. Das Feuer erleuchtet die Dunkelheit, das Böse, das in den Schatten lauert, wird in unerbittlichem Licht des Feuers offenbar und vergeht in seinem Schwelen. Wer immer seine Schuld und seine Lüsternheit in der Finsternis zu verbergen trachtet, wird nackt vor den schlingenden Flammen stehen. Lasset uns beten, Brüder und Schwestern. Das Feuer erleuchtet, brennt und reinigt. Das Feuer beschützt, wärmt und zeigt den Weg. Das Feuer enthüllt, verbrennt und zerstört das Böse. Na, kam mir doch nicht so bekannt vor. Helden von Skellige, Tyr. Der Clan Tyr, sich, der auf Anskellig herrscht, wurde von einem Helden namens Tyr begründet. Der Legende nach musste Tyr einen großen mächtigen Bären namens Ingvar besiegen, bevor er das Land in Besitz nehmen konnte, das ihm von seinem Vater Heimdall versprochen worden war. Es war allgemein bekannt, dass noch nie ein Sterblicher die Begegnung mit Ingvar überlebt hatte, daher beschloss Tyr, sich angemessen auf den Kampf vorzubereiten. Er ging in die tiefste Höhle Skelliges und schmiedete in den Feuern der irdischen Eingeweide eine Klinge, die so fein war, dass sie ein Haar der Länge nach durchteilen konnte und so stark, dass sie einen 100-jährigen Baum mit einem Schlag durchhauen konnte, ohne stumpf zu werden. Tyrs Mutter Heulin gravierte im ersten Morgengrauen schützende Runen ein, um ihren Sohn vor den Angriffen des Bären zu schützen. Ingvar wurde besiegt und Tyr wurde Anführer auf Anskellig. Seine Nachfahren stellen noch heute einen der wohlhabendsten und mächtigen Clans der Insel dar. Bis darum ein Reich hinzugefügt. Die wundervolle Welt, Insektoiden. Zusatz. Es gibt keine größeren Lebewesen als die Skullopendromorphae. Wer einen evolutionären Vorteil gegenüber den anderen Spezies nicht erkennt, ist wahrlich blind. Gibt es eine andere Kreatur, die so perfekt an das Leben unter der Erde und auch an der Oberfläche angepasst ist? Gibt es ein anderes Wesen, das sich durch für das bloße Auge nicht sichtbare Spalten bewegen und atemberaubende unterirdische Städte bauen kann? Wir sollten uns wahrlich vor dieser Gottheit mit ihren 1000 Füßen verbeugen, bevor es zu spät ist. Lasst uns Schutz suchen hinter dem Chitinpanzer, an dem die Schwerter unserer Feinde zerbrechen. Lasst uns Futter für die großen Kauwerkzeuge bringen. Verschreiben wir uns den Skullopendromorphae. Werden wir zu ihren Klumaren, ihren Dienern, damit diese großartige Spezies noch stärker und größer wird. Unsere Mühen werden sich lohnen, das verspreche ich. Lob den großen Mandibeln. Okay, irgendein Verrückter, der 1000 Füße liebt. Leitfaden der Weingüter Tussars, Band 1, das Sans Retourtal. Wer im herzlichen Herzogtum Tussar weilt, darf nicht versäumen, Castel Raviello aufzusuchen, dessen Reben zu Weinen wie Evaluz, Fiorana, Pomino und dem berühmten Estes verarbeitet werden. Wer Weißweine bevorzugt, dem ist ein Besuch der konkurrierenden Weingüter Coronata und Fermentino wärmstens zu empfehlen. Der im Norden beliebte Weißwein aus Buclair wird allerdings von Castel Torricella exportiert. Leider führte die Wirtschaftskrise auch zum Niedergang einiger Weingüter wie Covo Bianco in der älteren Rede als Gwin Serbin bekannt. Ah, dieser vorzügliche Seprimento. Oder auch Tufu. Hoffen wir, dass sie alle neuen Besitzer finden, die sich mit außerordentlichem Engagement der Restauration der wunderbaren Weingüter widmen. Der Alb, ein gefährlicher Verwandter der Bruxa. Im Laufe meiner Erforschung der Bruxä bin ich auf gewisse Ungereimtheiten gestoßen, die dem entgegenstehen, was wir bereits über diese gefährlichen Vampire wissen. Wie sich herausstellte, beschrieben die Zeugen in Wahrheit einen Alb, keine Bruxa. Das ist eine außergewöhnliche Entdeckung, ein wahrer Meilenstein in der Klassifizierung dieser Monster. Auch wenn Legenden von Vampiren berichten, die sich in einen tiefschwarzen Hund oder in eine giftige Kröte verwandeln, glaube ich persönlich nicht daran, dass ein Alb zur
polymorphiefähig ist. Trotzdem ist es so gut wie sicher, dass sich ein Alb ebenso wie eine Bruxa in eine wunderschöne Frau verwandeln kann. Durch diese Fähigkeit ist die Spezies in der Lage, problemlos in der Menschenmenge unterzutauchen. Der Gedanke daran, einem solchen Monster bereits begegnet zu sein, ohne es zu wissen, einfach faszinierend. Einer der grundlegenden Unterschiede zwischen einem Alb und einer Bruxa ist ihr Kampfstil in Vampirgestalt. Der Alb kann sich auch in Nebel verwandeln, wodurch er sich lautlos bewegt und überraschend angreift. Wahrscheinlich stammt daher der Name, den ihm das gemeine Volk verliehen hat. Phantom. So, eins noch. Die Historie von Quint. Oh, da haben wir uns ein langes ausgesucht. Quint. Für viele ein Kartenspiel zum Zeitvertreib, für manche ein edles Unterfangen, für einige eine schreckliche Sucht, die sie in jedem wachen Moment beherrscht und schließlich in den Ruin treibt. Zu einem solchen Fluch wird Quint vor allem für Zwerge, die das Spiel erfunden haben und am leidenschaftlichsten betreiben. Ihre Hingabe erstreckt sich auch auf Quint-Paraphernalien. Vor allem die Karten selbst, die sie mit solcher Sorgfalt und solchen Geschick herstellen, dass Zwergenkarten oft als Miniaturkunstwerke gelten. In vergangenen Zeiten stellten die Zwerge mit vergleichbarer Aufmerksamkeit Keulen her, die sie beim Spielen immer bei sich trugen und im Falle von Meinungsverschiedenheiten ausgiebig einsetzten. Doch da Schlägereien beim Quint immer seltener wurden, fungierten die Keulen bald eher als ritualisierte Drohungen, denn als Einsatzwaffen, bis sie gar nicht mehr verwendet wurden und dem Vergessenheit anheimfielen. Heute wird Quint praktisch in der ganzen Welt gespielt, von den skelligen Inseln, wo der Druide Moisek es einführte, über die nördlichen Königreiche bis hin zum Kaiserreich Nilfgaard. Im Spiel geht es um das Aufeinandertreffen zweier Armeen. Das Spielfeld ist zweigeteilt und jede Seite ist wiederum in die drei Reihen unterteilt. In der Frontreihe befinden sich die Nahkampfeinheiten, dahinter die Schützen und sonstigen Fernkämpfer und die Belagerungseinheiten bilden die Schlussreihe. Beide Spieler verfügen über Kartensätze aus mindestens 22 Einheitenkarten, höchstens 10 Sonderkarten sowie einer Anführerkarte. Welcher Spiel die Partie eröffnet, wird per Münzwurf entschieden. Ursprünglich war es der Zwerg, dessen Frau den längeren Bart trug. Jeder Spieler zieht 10 zufällige Karten aus seinem Kartendeck und darf 2 dieser Karten abwerfen und 2 neue ziehen, bevor die Karten ausgelegt werden. Eine Runde wird von dem Spieler gewonnen, der die Karten mit dem größten Gesamtwert ausgespielt hat. Wer zuerst 2 Runden für sich entschieden hat, gewinnt die Partie. Es werden folglich maximal 3 Runden gespielt. Der Siegpreis wird vor der Partie von beiden Spielern festgelegt. Meist geht es um Geld oder eine seltene Karte. Vom Herzstück der Armeen, den Einheitenkarten, gibt es 3 Typen. Nahkampf, bla bla bla. Jede Karte besitzt einen Stärkewert und möglicherweise zusätzliche Spezialfähigkeiten. Es gibt auch Sonderkarten, die keinen Stärkewert aufweisen, sondern das Spielgeschehen in einer anderen Weise beeinflussen. Einheitenkarten, die berühmte Helden zeigen, besitzen nicht nur besonders hohe Stärkewerte, sondern sind auch gegen die Effekte von Sonderkarten immun. Sie sind die seltensten und begehrtesten Karten. Für gewöhnlich kann man sie nur bei besonders guten Spielern gewinnen oder bei Sammlern zu exorbitanten Preisen kaufen. Ja, das andere kennen wir alles, okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, tschö.